Meine Damen und Herren, ein Psychiater und ein Dichter, was haben die über den Frieden zu sagen? Schuster, bleib bei deinem Leisten. Wenn immer ich versuche, eine politische Bemerkung zu machen, bekomme ich solche Briefe. Nun, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen Folgendes sagen. Es ist nicht wahr. Und damit möchte ich gleich eine der wesentlichsten Unbewusstheiten aufheben. Es ist nicht wahr, dass über Krieg und Frieden nur einige, da wenige oben entscheiden und die anderen Menschen eh nichts zu sagen haben und eh nichts ändern können. Das ist eine der entscheidenden Verdrängungen und Versuche, Menschen auszuschalten. Es kommt sehr wohl auf jeden Einzelnen an. Und besser gesagt noch, es kommt ganz wesentlich auf die Psyche jedes einzelnen Menschen an. Den sehen Sie. Im großen Ganzen ist an der Spitze eines Landes genau immer der, den die Leute verdienen. Und vor allem einer, der geeignet ist, zur Projektionsfläche ungezählter Menschen zu werden. Das heißt, die seelische Situation dieser vielen unseres Landes und aller Länder spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Beziehung zwischen den Führenden und den Regierten herzustellen. Und noch etwas möchte ich Ihnen sagen. Es ist ja ganz entscheidend, nicht wahr, ob die Menschen unten Gefolgschaft leisten. Manne Sperber, den ich heute noch einmal in anderem Zusammenhang zitieren wird, hat gesagt, bei jeder Tyrannis kann man sich nicht nur auf den Tyrannen ausreden, sondern man muss auf die Menschen auch Bezug haben, die ihn ermöglicht haben und die ihm Folge geleistet haben. Ich bringe das bekannte Zitat von Bert Brecht, stellt euch vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Und damit ist schon die Bedeutung der Psychologie eröffnet. Und wenn ich jetzt zum Dichter kommen darf, ja, da gibt es natürlich sehr viele, die sagen, die Dichter, die sollen das Schöne, das Große, das Erhabene bringen und eventuell dürfen sie uns noch belustigen, nicht? Dürfen sie uns irgendwelche Lustspiele vorspielen? Meine Damen und Herren, wir leben in einer zivilisatorischen Welt. Und diese zivilisatorische Welt, die wir als oberstes Ziel unseres Seins betrachten, ist in Wirklichkeit eine katastrophale Welt, weil sie nämlich mit einer Bewusstseinsverengung einhergeht. Wir produzieren en masse Unbewusstheit. Und ganze Industrien sind darauf aus, Unbewusstheit zu erzeugen, so wie es Erdheim gesagt hat. Und darum ist es so wichtig, in diese Unbewusstheit hineinzukommen. Denken Sie einmal, ich bringe nur das Wort Klassenbewusstsein. Einmal hat es ein Klassenunbewusstsein gegeben. Und erst als es zu einem Klassenbewusstsein wurde, konnten sich Menschen in ihrer Lebenssituation wesentlich verbessern. So gibt es heute auch ein Kriegsunbewusstsein. Das heißt, die Menschen wissen gar nicht, was Krieg ist in ihrem Schrecken, und sie wissen auch nicht, welche Möglichkeiten des Friedens in ihnen liegen. Und darum wollen wir hier versuchen, der Dichter und der Psychiater eine Änderung herbeizuführen von dem bewussten Standpunkt der Verantwortung, den wir gegenüber diesem Problem sehen. Ja, ich würde nur in einem Punkt ein wenig widersprechen, das ist, dass die Menschen immer den haben, den sie verdienen, denn
Die Bevölkerung, wie man sie vorfindet, ist ja ein Opfer ihrer Erziehung auch. Und es ist sehr schwer, sich besonders von der Kindheits- und Schulerziehung, die im Allgemeinen autoritär und tyrannisch ist, immer noch, sich davon genügend zu emanzipieren. Es gibt die verschiedensten Formen der Gewalt, die uns dann veranlassen, 5 Grade zu sein lassen und Mörder als Staatsoberhäupter anzubeten. Ich lese deswegen jetzt 2 Texte vor. Die Gewalt. Die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen erwürgt. Sie fängt an, wenn einer sagt, ich liebe dich, du gehörst mir. Die Gewalt fängt nicht an, wenn Kranke getötet werden. Sie fängt an, wenn einer sagt, du bist krank, du musst tun, was ich sage. Die Gewalt fängt an, wenn Eltern ihre folgsamen Kinder beherrschen und wenn Päpste und Lehrer und Eltern selbst Beherrschung verlangen. Die Gewalt herrscht dort, wo der Staat sagt, um die Gewalt zu bekämpfen, darf es keine Gewalt mehr geben, außer meiner Gewalt. Die Gewalt herrscht, wo irgendwer oder irgendetwas zu hoch ist oder zu heilig, um noch kritisiert zu werden. Oder wo die Kritik nichts tun darf, sondern nur reden und die Heiligen oder die Hohen mehr tun dürfen als reden. Die Gewalt herrscht dort, wo es heißt, du darfst Gewalt anwenden, aber oft auch dort, wo es heißt, du darfst keine Gewalt anwenden. Die Gewalt herrscht dort, wo sie ihre Gegner einsperrt und sie verleumdet als Anstifter zur Gewalt. Das Grundgesetz der Gewalt lautet, Recht ist, was wir tun, und was die anderen tun, das ist Gewalt. Die Gewalt kann man vielleicht nie mit Gewalt überwinden, aber vielleicht auch nicht immer ohne Gewalt. Der andere Text, den ich vorlesen wollte, heißt Die Mörder. Es ist recht, die geschlagenen Mörder von gestern, die man Feinde nannte und die tot sind und keinen Mord mehr begehen und keinen mehr vorbereiten, Mörder zu nennen. Es ist ungefährlich, denn sie haben die Macht verloren. Und ungeschlagene Mörder von heute und morgen, die man Freunde nennt und die Leben und Morde begehen und Morde vorbereiten, ist es Unrecht, sie Mörder zu nennen? Es ist gefährlich, denn sie sind an der Macht. Meine Damen und Herren, Erich Fried hat von der Bedeutung der Erziehung gesprochen und hat mir damit den Einstieg in meinen nächsten Punkt ermöglicht. Ich sage, dass die Kriegs- und Friedensbereitschaft eines Menschen ganz wesentlich abhängig ist von den Umständen, die in seiner Kindheit geherrscht haben. Wenn das Kind unterdrückt wird, wenn es nicht als gleichberechtigter Partner anerkannt wird, wenn das Gesetz herrscht, der Stärkere beherrscht den Schwachen, der Große knüppelt den Kleinen, wenn sich das Kind fügen muss, wenn es nicht wachsen darf, sich weiten darf, sondern erzogen wird, ein Wort, in dem das Ziehen in einer furchtbaren Weise drinnen ist, unsere deutsche Sprache ist ja großartig, dann gerät das Kind in den Zustand
der Erbitterung, der Demütigung, dann spürt es das Unrecht und dann spürt es zugleich, dass es all dem gegenüber wehrlos ist. Das ist die Geburtsstunde der Kriegsbereitschaft. Ich möchte Ihnen ein Wort von Jean-Paul Sartre zitieren. Das Unbehagen beginnt dann, wenn kaum geliebte Kinder, also die Mehrzahl, verblüfft feststellen, dass sie ohne Grund existieren. Der Ursprung des Elends ist die Verlassenheit des Säuglings. Meine Damen und Herren, dieses Gefühl der Erbitterung, bitte, das können Sie übrigens in unserem Land am besten feststellen. Sie können niemals solche Emotionen entfachen, wie wenn eine Identifikation stattfindet mit einem, dem Unrecht geschehen ist. Der sagt, mir ist Unrecht geschehen, oder der vermeintlich Unrecht geschehen ist, dann hat der sofort in unserem Land eine Anhängerschar von Millionen, weil da alles Menschen sind, die das Gefühl haben, mir ist Unrecht geschehen, ich bin unter Druck gedrückt worden und da ist einer, der mich von dieser Unterdrückung befreien will, der dieses Unrecht gut machen will. Mit dieser Methode hat sich Hitler als Rattenfänger in Österreich bewährt. Mit dieser Methode konnte es eine Karl-Schranz-Affäre geben. Sie sehen also, immer ist es das Unrecht, das dem Menschen geschehen ist, das die Pforte öffnet, denn dieses Unrecht ist eben eine Katastrophe. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit etwas sagen aus dem Alten Testament. Ich möchte Sie bitten, über Kain und Abel nachzudenken. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar, von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich nicht? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Und als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Der eine war angenommen, der andere war nicht angenommen. Und meine Damen und Herren, das Nicht-Angenommen-Sein ist das entscheidende Problem des Kindes. Und der nicht-angenommene Kain hat den Abel erschlagen, weil er an der Stelle des Angenommenen sein wollte. Sie sehen also, wir wollen angenommen sein. Und Gott, der Herr, nach dem Alten Testament, hat genau gewusst, warum er Kain und sein Geschlecht geschützt hat. Weil er genau gespürt hat, dass hier im Nicht-Angenommen-Sein auch bei ihm eine Verantwortung liegt. Aber für uns ist es wesentlich zu sehen, dass durch das Abgewiesensein das Böse in den Menschen hineinkommt. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt unserer Erziehung. Und ich darf jetzt es noch mit etwas belegen und zeigen, wenn ich Ihnen ganz kurz vorlese, die Feststellung von David Mantell über die Eltern und die Erziehung der Kinder der Vietnam-Freiwilligen und der Kriegsdienstverweigerer. Bei den Freiwilligen,
Die Eltern sind zueinander und zu ihren Kindern streng, kalt und objektiv. Häufige Strafen in Form von Drohungen, Restriktionen und Schlägen wie anderen Formen der Einschüchterung werden angewandt, um den Gehorsam der Kinder sicherzustellen. Es gibt wenig Raum für eigene Gefühle und Meinungen. Meistens gibt es nur eine Meinung, die des dominierenden Elternteils. Sie wird nicht als Meinung, sondern als absolutes Gesetz geäußert. Gleichzeitig nehmen sich die Eltern Vorrechte heraus, die mit den von ihnen gepredigten Grundsätzen der Selbstbeherrschung unvereinbar sind. Die Kindheit der späteren Kriegsdienstverweigerer, die besonderen Eigenschaften ihres Familienlebens waren Gewaltlosigkeit, Emotionalität, Toleranz, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, gegenseitige Anteilnahme, Wärme und unautoritäres Verhalten. Die Jugendzeit der Kriegsdienstverweigerer ist durch ein immer stärker werdendes Ringen gekennzeichnet, ihre Glaubenssätze mit ihren Handlungen in Einklang zu bringen. Individuelle Gewissensakte, Selbstkritik und intensive intellektuelle und emotionale Anregung waren Teil eines Prozesses, der dann in der Entscheidung, den Militärdienst zu verweigern, gipfelte. Meine Damen und Herren, ich möchte zu dem Schluss dieses Punktes nur Folgendes sagen. Schauen Sie, in diesen Menschen, die also gedemütigt und misshandelt werden, und hier handelt es sich natürlich teilweise um körperliche, aber vielmehr um seelische Misshandlung, in diesen Menschen ballt sich die Erbitterung zusammen. Aber gleichzeitig haben sie keine Möglichkeit, diese Erbitterung abzureagieren. Sie befinden sich, wie ich es nenne, im Zustand der ohnmächtigen Wut. Denn die Eltern, die so handeln, schädigen das Kind nicht nur, sondern sie wollen auch, dass sie zu dieser Schädigung die Kinder gute Miene zum bösen Spiel machen. Sie wollen, dass sie alles vergessen, dass sie ihre negativen Gefühle unterdrücken. Und so braut sich dann in diesen Menschen etwas zusammen, das auf die Gelegenheit wartet, sich entladen zu können. Und das ist eigentlich im engen und im weiteren Sinn die Kriegsbereitschaft. Das ist der Protest, der die Welt zerstört, aber gleichzeitig die eigene Person mit, weil der neurotische Protest immer vergesellschaftet ist mit einem Schuldgefühl, weil sich ja die Aggression eigentlich gegen die Eltern richtet. Ich glaube sogar... Ich glaube sogar, man kann dazu sagen, dass der Prozess desto gefährlicher ist, weil die Kinder ja meistens die eigentliche Ursache ihrer aufgestauten Wut vergessen haben. Und noch etwas, es geschieht auch Menschen, die eigentlich guten Willens sind. Wenn sie sich aber über diese Teile ihrer eigenen Kindheit nicht bewusst sind, dass sie sich an ihren Kindern trotz ihres guten Willens so versündigen. Dazu ein Gedicht, die Störung. Sie sprachen von ihrem Kampf um Freiheit und Liebe und Menschenwürde. Da kam ihr Kind ins Zimmer und wollte sie etwas fragen. Sie winkten ab. Lass uns jetzt und geh schön spielen. Das Kind sah den Vater an und die Mutter und ging. Ich konnte da nicht mehr gut zuhören. Da fragten die beiden geduldig und freundlich, hab dich das Kind gestört? Und weil ich glaube, dass die gemeinsame Aufgabe des Dichters und des Psychiaters ist, gegen das Vergessen, gegen das Verdrängen, gegen das Entfremden zu arbeiten, Dinge wieder bewusst zu machen. Ein Gedicht gegen Vergessen.
Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergessen will, denn ich will ich sein. Ich will mich erinnern, dass ich vergessen will, denn ich will nicht zu viel leiden. Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergessen will, dass ich vergessen will, denn ich will mich kennen. Denn ich kann nicht denken, ohne mich zu erinnern. Denn ich kann nicht wollen, ohne mich zu erinnern. Denn ich kann nicht lieben, ohne mich zu erinnern. Denn ich kann nicht hoffen, denn ich kann nicht helfen. Denn ich kann nicht vergessen, ohne mich zu erinnern. Ich will mich erinnern an alles, was man vergisst. Denn ich kann nicht retten, ohne mich zu erinnern. Auch mich nicht und nicht meine Kinder. Ich will mich erinnern an die Vergangenheit und an die Zukunft. Und ich will mich erinnern, wie bald ich vergessen muss. Und ich will mich erinnern, wie bald ich vergessen sein werde. Und noch ein letztes, kurzes, dringende Frage. Als wir Kinder waren, wollten wir immer, ich weiß noch, als Erfinder oder als Ärzte den Tod besiegen. Die Kinder von heute hoffen, wenn sie überhaupt noch hoffen, dem großen Tod, wenn er kommt, irgendwie zu entrinnen. Das Leben ist nicht schwächer geworden, aber der Tod wird, scheint es, stärker oder stärker gemacht. Von wem? Ich möchte Ihnen nach der ohnmächtigen Wut und den Aggressionspotenzialen, die in diesen Menschen drinnen sind, von denen sie oft selber keine Ahnung haben. Und dann kommt der Auslöser und dann bricht das wie eine Stichflamme aus den Menschen heraus. Und dann sind sie selbst erstaunt, dass das in ihnen drin sein konnte. Ich möchte Ihnen aber einen zweiten Punkt bringen, der diese Menschen für den Krieg besonders anfällig macht. Die unterdrückten Kinder, die nicht wachsen dürfen, die nicht sie selbst werden dürfen, fühlen sich schlecht. Und dieses sich schlecht fühlen führt zu einer der größten Katastrophen jedes Menschseins, nämlich man bekommt eine schlechte Beziehung zum eigenen Ich, zum Selbst. Das ist eines der wichtigsten Aufgaben, den Menschen dahin liebevoll zu bringen, dass er sich selbst bejahen kann. Der einzige Weg dazu ist, dass man ihn zuerst bejaht und dass man ihm Liebe gibt. Wenn dies nicht der Fall ist, misslingt die Beziehung zum eigenen Ich. Und es kommt ein Zustand zustande, den Alfred Adler, den ich gleich noch einmal zitieren werde, als Minderwertigkeitsgefühl bezeichnet hat. Nun, meine Damen und Herren, das Minderwertigkeitsgefühl hat eine ungeheure Bezogenheit zum Krieg. Warum? Weil jeder Mensch, der im Zustande der Minderwertigkeit sich fühlt, hat
einen unstillbaren Drang, sich aus diesem Befinden herauszumanövrieren, Selbstwertgefühl zu gewinnen, Ansehen zu gewinnen, etwas zu gelten, Macht zu bekommen. Dies nennt Alfred Adler das neurotische Macht- und Geltungsstreben, welches das Minderwertigkeitsgefühl überkompensiert. Und dazu hat nun der Mensch, zu dieser Überkompensation hat er zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, eine Masse zu bilden und sich einzubilden, in der Masse mächtig zu sein. In Wirklichkeit ist es ja so, dass die Masse immer darin besteht, dass einer mit dem Denken und mit dem Planen und mit dem Entscheiden und mit dem Handeln delegiert wird und die anderen im Grunde nichts zu reden haben. Nicht wahr? Unser großer Dichter Franz Grillparzer, ich möchte besser sagen, unser schlechter Dramatiker, aber unser großartiger Epigrammschreiber Grillparzer hat gesagt, das Volk, das sind die vielen leeren Nullen, die gerne bei sich fügt, wer sich fühlt als Zahl, doch abstreicht, wenn es zum Teilen kommt in der Rechnung. Aber diese Identifikation mit dem Mächtigen gibt vielen Menschen das Gefühl, dass sie teilhaben an der Macht. Und dem Mächtigen gibt es den Hintergrund dafür, dass er nun seine Pläne realisieren kann. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Minderwertigkeit oft zu grenzenlosen Machtstreben und dann auch tatsächliche Machtmissbrauch verführt. Und meine Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen sagen, weil Sie es an so vielen Beispielen sehen können. Vor nichts muss in der heutigen Zeit so gewarnt werden, wie vor einer pathologischen Beziehung zur Macht. Bitte glauben Sie mir, wer immer zu den Futtertrögen der Macht kommt, es dauert nicht lange und er wird von dieser Macht vergiftet. Und dann ist dann steht der Machtmissbrauch vor der Tür. Ich will es bei der Sache Ihnen illustrieren, die mir vom Herzen am nächsten liegt und liebt, kann man auch sagen. Welche Opfer haben die Christen der ersten Jahrhunderte gebracht für ihre Überzeugung. Sie sind in den Tod für sie gegangen. Und als diese unglückselige Stunde kam, als Konstantin der Große die Macht ergriff und das Christentum zur Staatsreligion erhob, begann die unendliche Gefahr des Machtmissbrauches. Und Lotte Ingrisch hat in ihrer wunderlieben Oper Jesu Hochzeit gesagt, das Leid, das sie über dich bringen werden, in deinem Namen über die Menschen, das ist ungeheuer groß. Und so sehen Sie diese Tragik des Machtmissbrauchs. Ich möchte aber jetzt noch einmal zu Alfred Adler zurückkommen. Alfred Adler im Jahre 1918. Ich möchte sagen, Adler war überzeugter Sozialist. Adler stand in gewissem Sinne den Bolschewiki in Russland nahe. Seine Frau war Russin, war eng befreundet mit Trotzki. Also, Sie sehen, diese Bewegung war ihm ideell kostbar. Was schreibt Alfred Adler im Jahre 18, bitte schön, über diese Bewegung? Die Herrschaft der Bolschewiki ist,
wie die aller bisherigen Regierungen auf den Besitz der Macht gegründet. Damit ist ihr Schicksal gesprochen. Wir wissen, dass diese Partei, wie die ihr Gleichgesinnten, Ziele verfolgt, die auch die unseren sind. Aber der Machtrausch hat sie verdorben. Wir sehen ehemalige Freunde, alte wackere Weggenossen in schwindliger Höhe, verführt vom Machtlieb, wecken sie allenthalben das Verlangen nach Gewalt. Hier gibt es in der Zukunft keinen Abbau, nur weitere Steigerungen, wie immer, wenn die Macht das entscheidende Wort sprechen soll. Und ich möchte diese Sentenz nicht schließen, ohne auf Menschen hinzuweisen, gerade in unserem Land und in anderen Ländern auch, die nach einer neuen Form der Politik sich sehnen, die unter dem Schlagwort läuft, Macht nein, Verantwortung ja. Wie dieses Problem zu lösen ist im Einzelnen, das wissen die vielleicht noch selber nicht. Aber allein die Tatsache, dass es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen wollen ohne Macht, scheint mir beachtenswert und auch eine Hoffnung im Kampf gegen den Krieg. Nur sind wir dazu erzogen, in einer Zeit, bevor wir selbst unsere Erziehung kritisch erinnern konnten, dass der Mangel an Herrschaft Chaos und Anarchie bedeutet, wobei Anarchie dann meistens mit Terrorismus verwechselt wird und nicht mit Herrschaftsfreiheit. Denn Herrschaft ist an sich schon Macht und Herrschaftsausübung macht schon die Kinder krank. Deshalb hier zwei Texte. Herrschaftsfreiheit. Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Das andere Gedicht ist einem Mann namens David Cooper gewidmet, den ich seit langem kenne. Er kommt aus Südafrika, hat es aber im Land der Apartheid nicht lang ausgehalten, wurde ein bekannter Psychiater, fand aber, dass die Bedingungen, unter denen die sogenannten Geisteskranken gehalten wurden, ihm nicht frei genug waren und hat eine Reihe von bedeutenden Experimenten gemacht, ähnlich wie in anderen Ländern, zum Beispiel Professor Basaglia in Italien und Guattari in Frankreich. Und er hat den Ausdruck Antipsychiatrie geprägt. Natürlich auch die Antipsychiatrie hat nicht alle Antworten gefunden, aber hier etwas, was seinem Krankheitsbegriff entspricht. Ein Gedicht Krank für David Cooper. Wer gegen die Gesetze dieser Gesellschaft nie verstoßen hat und nie verstößt und nie verstoßen will, der ist krank. Und wer sich noch immer nicht krank fühlt an dieser Zeit, in der wir leben müssen, der ist krank. Wer sich seiner Schamteile schämt und sie nicht liebkost und die Scham derer, die er liebt, nicht liebkost ohne Scham, der ist krank. Wer sich abschrecken lässt durch die, die ihn krankhaft nennen und die ihn krank machen wollen, der ist krank. Wer geachtet sein will, von denen, die er verachtet, wenn er den Mut dazu aufbringt, der ist krank. Wer kein Mitleid hat mit denen, die er missachten und bekämpfen muss, um gesund zu sein, der ist krank. Wer sein Mitleid dazu gebraucht,
die Kranken nicht zu bekämpfen, die um ihn herum andere krank machen, der muss krank sein. Wer sich zum Papst der Moral und zum Vorschriftenmacher der Liebe macht, der ist so krank wie der Papst. Wer glaubt, dass er Frieden haben kann oder Freiheit oder Liebe oder Gerechtigkeit, ohne gegen seine eigene Krankheit und die seiner Feinde und Freunde und seiner Päpste und Ärzte zu kämpfen, der ist krank. Wer weiß, dass er, weil er gesund ist, ein besserer Mensch ist als die kranken Menschen um ihn herum, der ist krank. Wer in unserer Welt, in der alles nach Rettung schreit, keinen einzigen Weg sieht zu retten, der ist krank. Möchte einen nächsten Punkt bringen, der die Kriegsbereitschaft des in der Kindheit zerstörten und behinderten Menschen enorm erhöht. Während der Gesunde sich weiten kann und sein Leben, um es mit Rilke zu sagen, in wachsenden Ringen lebt, so ist der Zerstörte, der Gedemütigte, ein Mensch, der immer mehr in die Enge geht, dessen Lebensraum sich immer verengt, dessen Lebensfreude erstickt. Überall stößt er an Grenzen, die ihn behindern und die ihn in den Genuss der Lebensfreude nicht kommen lassen. Meine Damen und Herren, es ist so erschütternd zu sehen, wie hier eben das stattfindet, was ich im Jahre 1948 zuerst als Lebensverunstaltung bezeichnet habe. Das Dasein als eine Kette von Misserfolg, von negativen Erfahrungen, eine Karriere des Misserfolges und des Unglücks, bei stets sich einengenden Möglichkeiten. Man denkt an das Wort von Karl Kraus, man lebt nicht einmal. Und so viele Menschen unter uns nehmen eine solche Entwicklung. Ich habe das schon oft erzählt, aber ich muss es immer wieder vom Neuen erzählen, weil es sehr interessant ist, gerade in diesem Land. Hier ist ja eine Auffassung da, die sagt, durch diese Menschen mit der Lebensverunstaltung erfolgt ein gesunder Ausleseprozess des Volkes. Die Erfolgreichen teilen sich von den Misserfolglern. Und die Misserfolgler, die sollen doch endlich dort bleiben, wo sie sind. Und hier ist das Wort von Nietzsche nicht weit. Was fallen will, das soll man auch noch stoßen. Und das sind wirklich Menschen mit einem unglaublichen Leid und einer unglaublichen Not, für die das Leben von Jahr zu Jahr immer sinnloser wird, die immer wieder das Gleiche erleben. Ja, meine Damen und Herren, es ist ja wunderschön, den Menschen zu sagen, du musst den Sinn finden.
Aber wo soll er ihn denn finden? Kann er ihn bei einer Weltanschauung finden? Zur Sinnfindung muss der Mensch auch eine Entfaltungsmöglichkeit besitzen. Und das ist das Wichtige. Schauen Sie, diese Patienten sagen, alle meine Enttäuschungen sind in Erfüllung gegangen. Die sagen, ich inszeniere alles vortrefflich, aber ich inszeniere es so, dass es misslingt. Und meine Damen und Herren, das ist auch klar. Denn der neurotische Mensch, der hat ein Schuldgefühl gegen die Eltern, obwohl er unschuldig ist. Er kann ja nichts dafür, dass er in die Aggression gegen die Eltern hineingedrängt wurde. Die Eltern oft auch nicht, weil die selbst schon wieder früher neurotisiert worden sind. Aber diese Kinder sind unschuldig und fühlen sich schuldig. Und aus diesem Schuldgefühl resultiert die Selbstzerstörung, die Selbstvernichtung des Lebensweges. Und das ist ein fürchterlicher Tatbestand, nicht wahr? In der Ariadne auf Naxos kommt ein Wort vor, das ich hierin in diesem Zusammenhang zitieren muss. Und ist ja doch kein Leben, das ich lebe. Und das ist für diese Menschen. Und jetzt bitte, wenn ich Ihnen das erzählt habe, denken Sie einen Moment nach. Mir sagen sehr viele Patienten, die eine solche Entwicklung haben, ja, glauben Sie, dass ich mich davor fürchte, mein Leben zu verlieren? Im Gegenteil, ich warte, dass es irgendeinmal zu einer Explosion kommt, dass ich nicht aufwachen muss, dass ich nicht diese schrecklichen Gedanken haben muss, dass ich nicht diese schrecklichen Depressionen haben muss. Ich will ja eine Ruhe haben. Ich bin mit jedem Zusammenbruch, mit jeder Vernichtung, mit jedem Untergang einverstanden. Sie haben, meine Damen und Herren, Sie haben nichts zu verlieren. Und diese Menschen, die haben natürlich eine Bezogenheit zur Katastrophe. Sie dürfen ja das nicht nur, ich möchte das bei dieser Gelegenheit sagen, und Erich Fried wird vielleicht dazu seine Bemerkungen machen, Sie dürfen ja dieses Unglück hier nicht nur als seelisch auffassen, sondern Sie müssen es als körperlich auffassen, als wirklich im Körperlichen, in der sozialen Existenz des Menschen, in den sozialen Grundlagen. Schauen Sie, ich habe, vor 2 Jahren war ich in Caracas, dort habe ich in einer Zeitung eine Annonce gefunden, suche Arbeitsplatz, habe 4 Kinder, suche Arbeitsplatz gleich welcher Art, biete eine Niere oder ein Auge. Ja, jetzt bitte, verstehen Sie doch das. Die Verzweiflung lässt den Menschen eben Teile seines Körpers und zum Schluss die ganze Existenz anbieten. Weil es hat ja keinen Sinn, wozu leben. Und das möchte ich Ihnen sagen. Hitler hat den Massen Arbeit versprochen. Und ich möchte Ihnen erklären, dass dies ein Zauberwort war. Wir haben das erlebt in unserer Kindheit. Wir sind beide im Jahre 21 geboren. Wir haben erlebt, was es heißt, Arbeit zu haben. Und wie Menschen beneidet worden sind, die wussten, am nächsten Ersten bekomme ich wieder ein Geld. Ja, meine Damen und Herren, ein jeder Blinder hat sehen können, dass die Arbeitsbeschaffung Hitlers konsequenterweise in den Krieg führt. Aber das war den Menschen im Moment ganz gleich. Erst musste Arbeit sein, alles andere war im Moment uninteressant. Und Sie sehen, wieso die Verarmung des Lebens im materiellen und im seelischen Sinne einen Menschen reif macht für den Untergang und damit natürlich auch reif macht für den Krieg. Ich erinnere mich, es gab damals nach 1929 ganze Rubriken in den Zeitungen, den letzten Ausweg gewählt. Und dann standen die Selbstmordnachrichten, nur ganz kurz, weil es so viele waren. Und natürlich
diese Zwänge und diese Unsicherheiten beginnt es jetzt in der Zeit der technischen Arbeitslosigkeit und der zweiten industriellen Revolution wiederzugeben. Und dazu kommt noch die Angst, die verdrängte Angst vor dem Untergang im Atomkrieg und auch das Gefühl bei manchen Menschen, die diesen Untergang als ihre Lösung, als ihre Erlösung sehen. Es gibt einsame Menschen, die Angst haben, im Alter, in einem Altersheim oder in einer Greisenabteilung von einem Krankenhaus elend zu enden und die sich dann denken, mein Gott, vielleicht werde ich schon einer von denen sein, denen das erspart bleibt, die in einem Blitzschlag in den Himmel fahren, zugleich mit dem beneideten Jüngeren. Solche Menschen können gegen einen kommenden Krieg und gegen alles, was dahin führt, nicht gut Widerstand leisten. Diese Menschen übrigens, wie alle, die sich den Krieg als Lösung oder als den großen Gleichmacher Tod oder als Rache vorstellen, glauben immer an den blitzartigen Tod im Fall eines Atomkrieges. In Wirklichkeit würde natürlich gelten, wer zuerst stirbt, stirbt am besten. Aber die meisten würden wesentlich langsamer sterben. Und ein anderer Grund, warum Leute, die falsch erzogen sind und in diesen Ängsten leben, warum die autoritär werden, ist auch, dass sie sich ein falsches Bild vom Vaterstaat machen, nämlich als ob das wirklich ein zwar unterdrückender, aber gerechter Vater wäre. Ich lese dein Gedicht, Die verlorene Heimkehr, dass ich so einem Menschen, der darüber nachdenkt, in den Mund lege. Die verlorene Heimkehr. Was ich hasste, das hasste ich so, wie als Kind meinen Vater, wenn er ungerecht war. Ich verfluchte ihn, aber ich wusste, wenn ich ihn nicht besiege, wird er mich strafen. Aber wenn ich dann wiederkomme, werde ich nach wie vor im umstrittenen Haus der jüngere Sohn sein. Jetzt lerne ich langsam, es gibt anderes Hassenswertes, das zwar auch tut, als wäre es nur ein strenger Vater, der selbst den Empörer noch liebt, aber wenn ich das nicht besiege, werde ich nicht der gefundene Sohn im Haus sein, sondern die Asche, die weht zurück auf den Sandweg vom Umweltfreundlichkeitsschlot zum Vollzugs- und Ausschaltungsbau. Und ich will noch ein Gedicht in diesem Zusammenhang lesen, um zu zeigen, wie die furchtbar schuldig gewordenen Menschen in unserer Zeit zugleich die Opfer sein können. Es ist kein erfundenes Gedicht, sondern ein Tatsachenfall, den ich da dargestellt habe und der zu den Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs gehörte. Kriegsopfer. Ein Maurer, 25 Jahre nach dem Krieg, beantragte eine Rente als Kriegsbeschädigter. Seine Tochter habe vor kurzem ein Kind bekommen und er leide seither an einem Magengeschwür. Auf die Frage, wieso das als Kriegsbeschädigung gelten solle, erklärte der alternde Mann unumwunden, in Polen habe er dauernd kleine Kinder erschießen müssen. Das sei Befehl gewesen und habe ihm weiter nichts ausgemacht. Auch in den Jahren später sei er gut drüber weggekommen. Keine Albträume oder dergleichen.
Aber jetzt sei das anders. Jedes Mal, wenn er sein Enkelkind sehe, obwohl er es liebe, bekomme er heftige Magenkrämpfe und müsse dann immerfort an damals denken. Es sei also klar, dass er ein Kriegsopfer sei. Dem Antrag des Mannes auf Rente wurde nicht stattgegeben. Und der Arzt, der ihn untersuchte, gab ihm den Rat, er solle doch einfach sein Enkelkind nicht mehr sehen. Nun, Sie sehen, dass aus der Verunstaltung der kindlichen Seele eine Menge Pfeile zu dem einen Punkt Gewalt, Krieg, Aggression hinmünden. Ich möchte Ihnen jetzt noch zwei Punkte zeigen, die wieder das gleiche Ziel haben. Meine Damen und Herren, ganz entscheidend für den Menschen ist das, was wir das Urvertrauen nennen. Wir konnten uns unsere Eltern nicht aussuchen, aber wir kamen zur Welt mit der Hoffnung, dass wir dort Geborgenheit, Sicherheit und einen Rückhalt finden, eine Unterstützung, kurzum eine Situation, die ein Vertrauen als berechtigt erscheinen ließ. Nun wird in ungezählten Fällen dieses Vertrauen zerstört und an die Stelle von ihm setzt sich ein schreckliches Gefühl, nämlich das Misstrauen, die Unsicherheit. Der Rückhalt verwandelt sich in einen Hinterhalt. Die Geborgenheit wird eine Falle, in die wir fallen und stürzen. Und oft ist es ein Sturz ins Abgrundtiefe, wo wir uns gar nicht erfangen können. Wenn Sie heute die zwischenmenschlichen Beziehungen ansehen, dann erkennen Sie, wie immer wieder das tiefste Misstrauen herrscht und es eigentlich fast nichts gibt, was einer dem anderen nicht zutraut. Wenn ich Ihnen heute sage, dass die Menschen Angst haben vor der Gemeinschaft, das muss ich hier sagen. Gemeinschaft ist ein Begriff, der abgewertet ist. Obwohl wir ein Gemeinschaftswesen sind, ein Zoon Politikon, obwohl wir von einem Sozial a priori beherrscht werden, wie Max Adler gezeigt hat. Das nämlich bedeutet, alles, was wir denken und fühlen, ist gedacht und gefühlt auf die Tatsache hin, dass es andere gibt. Es gibt keinen Solipsismus. Es gibt keinen Menschen, der für sich allein ist. Sondern alles richtet sich auf andere hin. Und doch haben wir vor diesen anderen tödliche Angst, Misstrauen. In meinem Fach medizinische Psychologie habe ich auch ein Seminar, wo eine Gruppe zu 12 eine Woche lang zusammen miteinander arbeitet, um die Arzt-Patienten-Beziehung und die Beziehung untereinander zu studieren. Einmal fragte ich einen solchen Teilnehmer nachher, wie war das? Da sagte er, ich bin hingegangen mit dem Schwur. Denen reichst du nicht den kleinen Finger, denn wenn du ihnen den kleinen Finger reichst, dann nehmen sie die ganze Hand und dann verschlingen sie dich. Dieses Einvernehmen, dieses Zerstörtwerden, dieses nicht seine eigenen Konturen bewahren, dieses Misstrauen,
diese Angst, die die Menschen beherrscht. Und das ist eigentlich, was die zwischenmenschlichen Beziehungen vergiftet. Die Annahme, jeder, der Nächste, könnte mein Feind sein. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der nun diese Bereitschaft, in dem anderen den Feind zu sehen, in enormer Weise verstärkt. Wir haben beide darauf hingewiesen, dass die Erziehung des Kindes eigentlich darauf ausgerichtet ist, und Alice Miller hat ja das sogar in einem Buchtitel gesagt, du sollst nicht merken. Du sollst alles vergessen. Das heißt, du sollst alles ins Unbewusste drängen und du sollst dann zu deinem Unbewussten möglichst keine Beziehung haben. Und so lernen wir Menschen zu sein, die eigentlich die Tiefe des menschlichen Herzens nicht mehr sehen. Denn die Wahrheit ist ja eine Dialektik, sind ja die Gegensätze, die in uns sind, sind die Extreme, die sich weit ausdehnen, und wir können die Mitte, um die wir so ringen und die wir verloren haben, nur gewinnen, wenn wir in beiden Seiten ins Äußerste gehen. Und wenn wir es wagen, diese Gegensätze in uns aufzunehmen und zu akzeptieren und auszuhalten vor allem. Das heißt, über das ungeheure Triebleben, das sich in unserem Innern abspielt, einigermaßen Bescheid zu wissen. Wir sollten ja Demokratien sein. Jeder einzelne Mensch eine Demokratie. Das heißt, ungezählte pluralistische, einander widersprechende Auffassungen in sich aushalten und austragen. Aber das tun wir ja nicht. Wir verdrängen sofort alles. Wir verschreiben uns einer Meinung. Und was mit dieser einen Meinung nicht übereinstimmt, das dulden wir nicht, und so machen wir aus uns selbst eigentlich eine Diktatur. Einer muss entweder rot sein, oder muss er schwarz sein, oder muss er blau sein. Er muss, wenn er eine Meinung hat, die etwa der Meinung des Feindlagers ein bisschen nahe kommt, dann wird er sofort als ein Verräter betrachtet. Obwohl doch gerade das erst ausmachen würde, die Fülle der menschlichen Existenz. Ich möchte... Meine Damen und Herren, Sie erlauben mir, dass ich nun in diesem Zusammenhang Friedrich Herr zitiere. Und es war mir, ich habe längst entdeckt, dass, und zwar in unglaublich kurzer Zeit entdeckt, unsere Seelenverwandtschaft, die ich mit Erich Fried haben darf. Und da war es auch zu sehen, dass wir so ähnlich und ganz gemeinsam über Friedrich Herr empfinden. Und wir werden beide nicht rasten und ruhen, dieses großen Mannes zu gedenken, einer der ganz großen Österreicher. Er ist zu Lebzeiten verdammt worden, und wir wollen wenigstens jetzt uns bemühen, dies auszugleichen. Herr schreibt, statischer Friede im Menschen ist bereits ein Kirchhofsfriede, ein fauler Friede. Menschen, die sehr viel in sich ständig unterdrücken, verdrängen, leben als lineare Existenzen, früh erstarrt, verfestigt. Sie lassen sofort ihren eisernen Vorhang herunter, wenn ein anderer eine Wirklichkeit, eine Tatsache berührt, die in ihnen nicht zur Sprache kommen soll und darf. Es sind diese Menschen, die sich selbst falsch befrieden, indem sie alle Elemente der Unruhe des Zweifels, all ihre Schwierigkeiten permanent unterdrücken, die als Eltern, Lehrer, Politiker, Kirchenmänner Friede nur als Ordnung machen verstehen können und in großer Angst, davor zurückscheuen, Frieden, lebendigen Frieden in sich selbst
im Haushalt, in der Ökonomie ihrer Person, als eine permanente Schwebelage, als ein Leben in Konflikten zu verstehen, in dem sich täglich neue Gegner zu Wort melden können, die als unerlaubte Triebe, Leidenschaften, Versuchungen, natürlich auch des Fleisches und des Geistes auszuscheiden sind. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir warnen davor, zu glauben, dass eine bestimmte Art der Ruhe ein Garant des Friedens ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine Ruhe, wo wir also alles in uns unterdrücken und nicht zulassen, die eine sichere Vorstufe des Krieges ist. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Denn alles, was wir hier in uns selber unterdrücken, antrieben, ich denke hier auch insbesondere, weil das muss ich einmal auch aussprechen, an die sexuellen Wünsche eines Menschen. Anton Wilkans hat einmal gesagt, aber der Friede der Sinne wäre der Friede der Welt. Je mehr ich die Triebe in mir unterdrücke und verdränge, desto mehr erwacht in mir die Unzufriedenheit, die Aggression und damit auch die Gefahr, dem Krieg zu verfallen. Es ist also an dem Satz, macht Liebe statt Krieg, schon auch tiefenpsychologisch sehr viel Wahres dran. Nicht wahr? Nun möchte ich aber noch zu einem Punkt kommen, nämlich, dass alles, was wir in uns selbst unterdrücken, wovon wir sagen, das ist nicht so, das bin ich nicht, das kommt doch nicht in Frage, so kann doch ich nicht sein, das hat mit mir nicht das Geringste zu tun. Ja, irgendwohin, meine Damen und Herren, muss ja das gehen. Und dann geschieht das Schreckliche, es geht nämlich in die Umgebung. Wir projizieren das eigene Unbewältigte, Verdrängte in den anderen hinaus. Und gerade das Schlechte, das wir in uns selbst nicht sehen wollen, das entdecken wir nun auf einmal in dem anderen. Und auf diese Weise, entsteht das, was wir das Feindbild nennen. Das Feindbild, von dem Mane Sperber gesagt hat, es ist die Primitivisierung schlechthin, es wird ein Mensch ohne jede Kritik allgemeinert und so entsteht eben das Feindbild. Und entschuldigen Sie, wenn einige von Ihnen das schon kennen, aber ich muss trotzdem, weil ich nie ein besseres Beispiel gesehen habe, vorlesen, was der deutsche Patriot Heinrich Theodor Steller im Jahre 1793 über die mögliche Verbrüderung von Franzosen und Deutschen im Zeichen der französischen Revolution geschrieben hat. Es wäre nichts Sonderbareres in der Welt als eine solche Verbrüderung. Unser Charakter ist offen, ehrlich und bieder. Der eurige ist versteckt, betrügerisch und falsch. Wir sind keusch, züchtig, gerecht. Ihr seid unkeusch, schamlos und ungerecht. Wir stehen des Morgens früh auf und essen im Schweiße unseres Angesichts unseren Bissen Brot. Ihr schlaft lange, frühstückt, wenn wir zum Mittag essen und arbeitet, wenn ihr anders nicht dazu gezwungen seid, äußerst ungern. Meine Damen und Herren, auf nach Frankreich. Ja, jetzt schauen Sie, und ich bitte, transformieren Sie nun dieses Bild wirklich auf 1000 andere Dinge. Wir sind ja alle davon nicht frei.
nehmen uns selbst auch nicht aus. Weil immer wieder geschehen solche Projektionen, solche Verallgemeinerungen, wenn sie uns in den Kram passen, wenn sie recht sind, wenn wir damit einen Menschen verteufeln können und wenn wir ihn damit sozusagen auf die Abschussliste stellen, wenn wir sagen, ja, wenn der so böse ist, so schrecklich ist, ja, dann muss ich ja meine letzten Kräfte zusammennehmen, um mich vor einem solchen Bösen zu schützen und ihn abzuwehren, bevor er mir das Äußerste antut. Und dieser Mechanismus ist immer in uns und droht uns zu überfallen und wir können da nicht vorzeitig genug an den äußersten Punkten der Herzländer, wenn ich das mit Bergmann sagen darf, unsere Wachposten aufstellen, dass wir dieser Gefahr nicht erliegen. Ja, das kann jedem von uns geschehen, jedem von uns in einem unbewachten Moment. Ich weiß auch von zwei Beispielen, wo es dem Mann Sperber selbst geschehen ist. Jawohl. Nicht unprovoziert, das hat bittere Erfahrungen zum Grund gehabt, aber er ist auch gelegentlich diesem Opfer erlegen. Und das war sicher jemand, der sich bemüht hat, von sich etwas zu wissen. Ich lese hier einige Sachen, die scheinbar nur wenig zusammenhängen, aber ich glaube, sie hängen doch zusammen. Abwehr der Weltuntergänge. Ich glaube nicht mehr, dass das, was ist, sein kann. Denn wo kämen wir denn hin, wenn das, was ist, wirklich so wäre? Ich glaube, diese Denkfigur ist eine der gefährlichen. Und weil Professor Ringel vorher davon gesprochen hat, dass das Misstrauen zwischen den Menschen gesät wurde durch die Ereignisse und durch die Erziehung, will ich von einem Gespräch aus der Zeit des Misstrauens nach dem Krieg berichten, das heißt Gespräch mit einem Überlebenden. Was hast du damals getan, was du nicht hättest tun sollen? Nichts. Was hast du nicht getan, was du hättest tun sollen? Das und das, dieses und jenes. Einiges. Warum hast du es nicht getan? Weil ich Angst hatte. Warum hattest du Angst? Weil ich nicht sterben wollte. Sind andere gestorben, weil du nicht sterben wolltest? Ich glaube, ja. Hast du noch etwas zu sagen zu dem, was du nicht getan hast? Ja. Dich zu fragen, was hättest du an meiner Stelle getan? Das weiß ich nicht. Und ich kann über dich nicht richten. Nur eines weiß ich. Morgen wird keiner von uns leben bleiben, wenn wir heute wieder nichts tun. Ich glaube, dazu gehört auch ein Gedicht vielleicht, das ich als Warngedicht bezeichnen würde. Ich habe es zuerst vorgelesen in meiner Rede, als ich den Bremer Literaturpreis Anfang 83 gekriegt habe. Entwöhnung. Ich soll nicht morden, ich soll nicht verraten, das weiß ich. Ich muss noch ein drittes lernen. Ich soll mich nicht gewöhnen, denn wenn ich mich gewöhne, verrate ich die, die sich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, morde ich die, die sich nicht gewöhnen an das Verraten und an das Morden und an das sich gewöhnen. Wenn ich mich nur an den Anfang gewöhne, fange ich an, mich an das Ende zu gewöhnen.
glaube, wir sollen uns auch auf unsere Friedensliebe nicht ohne weiteres etwas zugute halten, denn es kann sein, dass andere, die anders denken und ebenso glauben, den Frieden zu lieben, dann für uns als Feindbilder dastehen. Daher ein Warnspruch: Friedensbereitschaft. Wenn die Friedensliebe der einen mit voller Wucht auf die Friedensliebe der anderen stößt, dann gibt es Krieg. Ja, meine Damen und Herren, Erich Fried hat jetzt mir schon den Einstieg gegeben, geschenkt, würde ich fast sagen, zu dem nächsten Punkt, den ich besprechen will. Und es ist eigentlich so erschütternd, und darum muss ich das hier sagen, denn dieser Punkt, den ich jetzt bringen werde, der versteht sich eigentlich so von selbst. Und doch ist er uns viel zu wenig bewusst. Der Krieg hat etwas Entscheidendes zu tun mit unserem Gewissen. Der Krieg verändert unser Gewissen total, indem nun Dinge, die normalerweise gefordert sind, nicht mehr Gültigkeit haben. Wie zum Beispiel Liebe, einander beistehen, Verantwortungsbewusstsein, Aufbau und Dinge, die bis dahin streng verboten waren, auf einmal nicht nur erlaubt sind, sondern gewünscht sind, verlangt werden, dekoriert werden, mit Auszeichnungen versehen werden. Je mehr du umbringst, ein desto großartigerer und tapferer Mensch bist du. Also, der Krieg rührt zutiefst an unser Gewissen. Meine Damen und Herren, Adolf Hitler hat einmal in einer seiner berühmten Reden gesagt: Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Worauf er anspielen wollte, war der Über-Ich-Begriff Sigmund Freuds. Es war aber klar, dass er ein großes Interesse daran haben musste, das Gewissen auszuschalten, lächerlich zu machen, bloßzustellen. Denn er brauchte ja Menschen, die das Gewissen im Stich ließen, die es wegwarfen. Denn nur wenn man das Gewissen wegwarf, konnte man Gefolgschaft leisten. Und daher möchte ich Ihnen sagen, ich weiß nicht, ob das Gewissen eine jüdische Erfindung ist, aber eins weiß ich ganz sicher, dass die Deutschen und die Österreicher zwischen 1933 und 1945 nicht gerade bewiesen haben, dass das Gewissen eine deutsche oder österreichische Erfindung ist. Mit diesem Faktor müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich muss daher mit einem furchtbaren Begriff jetzt ich muss diesen Begriff bekämpfen. Das ist nämlich der blinde und der bedingungslose Gehorsam. Sie haben in dem Gedicht von Erich Fried gehört, er musste Kinder umbringen. Das hat ihm damals gar nichts ausgemacht. Wir sehen, dass es ihn später, dass in seinem Unbewussten etwas war, dass es dann doch bei einer bestimmten Situation
wieder zu einem Ausbruch und fast sogar zu einer Erkrankung geführt hat. Also Sie sehen, wir müssen lernen, bevor wir gehorchen, zu horchen. Das ist eine entscheidende Forderung. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang ein Zitat von dem von mir so geliebten Jakob Wassermann bringen. Gehorsam ohne Überzeugung, das ist die Wurzel von allem Übel. Ich weiß nicht, ob ich das Ihnen überhaupt sagen darf, denn ich weiß nicht, ob wenn Sie diesem Spruch konsequent folgen, dürfte es zu größten sozialen Bedrohungen kommen. Nicht wahr? Denn wo können Sie gehorsam sein mit Überzeugung? Da muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Heute war eine Patientin bei mir und es ist halt eben so, dass gerade manchmal Patienten kommen, gerade dann und mir Sachen erzählen, die ich gerade für den Vortrag brauche, den ich an dem Tag oder am nächsten halte. Das geschieht mir sehr oft. Da hat sie mir Folgendes erzählt. Sie hat einen Traum gehabt, da hat sie sich gesehen als ein kleines Kind. Und über ihr ist einer, ein Ungetüm gestanden, sie hat gar nicht gewusst, männlich, weiblich, hat den Daumen genommen und hat ihr in den Kopf hineingedrückt wie eine Delle und sie hat geglaubt, der Kopf zerspringt. Und wenig später hat sie ein zweites Bild im Traum gesehen, da war ein Mensch und sie nahm ihren Daumen und wollte ihn diesem in den Kopf drücken. Also man könnte sagen, sie wollte das tun, was man ihr als Kind angetan hat. Da sah sie eine zweite Gestalt. Sie meinte, es sei ihr zweites Ich, ein Spiegelbild. Und dieses Spiegelbild sagte im Traum, das darfst du nicht tun. Und da sehen Sie den Eingriff des, ich würde sagen, den Eingriff des Gewissens. Und ich meine nun, dass es das Allerwichtigste wäre in der Erziehung unserer Kinder in der Schule, von der, ich habe gestern im Unterrichtsministerium gesprochen, möchte ich Ihnen da gleich sagen, habe gesagt, ich weiß, dass ich jetzt sehe, dass man beim Gehängten nicht vom Strick sprechen darf, aber ich habe gesagt, dass wir die gute Schule noch nicht haben. Und ich meine, die gute Schule ist eine Schule, die sittliche Verantwortung des Menschen, die Kontrolle über seine Gefühlswelt ermöglicht und nicht nur die einseitige Intellektualität.